Ja. So, Leute. Sollen wir mal direkt los? Ja, gerne. Ja, genau. Hat ja lang genug gedauert, ne? Ja. So. Was ist eure Lieblingseissorte? Jetzt fängt das wieder an. Matcha-Eis. Was ist das? Himbeer und Nocciola. Ich hab Streamer gefragt. Himbeer und Nocciola. Also Nocciola ist Nuss, ne? Auf Italienisch, weil natürlich bestellt man immer auf Italienisch, natürlich. Ne? Klar. Du alter Italiener. Ich hab dich noch nie dieses Eis essen sehen. Du isst immer Schokolade mit Fett. Das Fett liegt nur daran, weil du das Eis vorher angefasst hast. Ja. So. Gut, können wir jetzt mal bitte zum... Oh, weißt du was? Komm, wir düsen wieder hier hin. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Okay. Oder? Ja. Habt ihr eure Sachen hinzugefügt? Ja. Ich habe leider nicht mehr alles, weil ich ein bisschen gestorben bin. Taschenlampen 3 von 4 reicht, ja? Da. Dann wird da eins. Geisterbücher, brauchen wir wirklich 2 Geisterbücher mit? Nee, eins rausgeben. Nur. Geisterbox kann's auch, reicht auch eine. Ja. Futterbrat kann's auch. Macht bei allen nur eins, oder? Sollte reichen. Siva, danke für die Info. So, die starke Taschenlampe. Habt ihr auch starke Taschenlampe oder habt ihr normale Taschenlampe? Oh, ich guck mal eben. Ich habe ja voll viel Geld. Ich nehme mal die starke Taschenlampe. Ja, kauf mal die starke und pack die mal mit rein. Ja, schwach sind wir nicht. Okay. Gut. Warte. Futterbrat vielleicht weg? So, ganz kurz, wenn ihr Pan oder irgendwen nur auf dem rechten oder linken Ohr hört, das ist Ingame Voice, das heißt, ihre Figur steht gerade rechts von mir zum Beispiel, deswegen höre ich sie rechts auf der rechten Seite. Genau. So, deswegen, nicht wundern. Wir haben sehr viele sehr viel Sachen doppelt, ist okay, ich würde es nur aufmerksam machen. Na, wir lieber haben als brauchen. Ne? Das warum streamt Gronkh nicht Pan? Was? Schreibst du bei mir im Chat? Ich sehe das gar nicht. Jetzt schrei doch nicht so in der Lobby. Schrei doch nicht so laut. Ich weiß nicht, du begeistert. Aber ich bin so leise wie ein kleines Mäuschen. So laut in der Lobby. Zu wen kleine Mäuschen. It's. Ach so, schade, es ist schon vorbei. Warte mal, lieber Chat, das waren doch jetzt nicht die beiden, oder? Hast du gerade auch so einen Loop, Alter. So einen Soundloop? Ja. Ich auch, bei mir putzt die ganze Zeit. Tewin, kleine Mäuschen. Ja, bei dir ist so laut, ist so laut. Was zur Hölle? Kannst du mich überklippen? Ja, wo ist ein Putzi? Wo ist der Putzi? Der Putzi ist tot. Oh, ich will hier nicht allein. Hä, die Ziele sind... Nein. Wir haben gar keine Ziele. Ja, der Putzi noch nicht da ist. Wo? Kann es sein, dass das Spiel... Also? Putzi ist tot. Nee, ich nehme das doch nicht auf. Ich müsste eh nicht für Among Us Totella. Hinter dir, Haus ist ein Okay. Alter, wie creepy war das denn? Das war alles. Ich stelle euch ein bisschen lauter. Jennifer Miller. Wem? Warte mal. Miller. So, guten Tag. Arbeitstag Nummer 2. Sind wir bereit? Kaffee steht auch bereit. Seid ihr bereit? Ja, sehr bereit, ja. So. Seid ihr wirklich? Okay, gut. Ich hab trotzdem mal sicherheitshalber aufnehmen. Komm, let's go. Okay. Erik, vielleicht eine kleine... Moment. Erik, eine kleine Motivation für uns. Pan, jetzt hör mal zu. Motivation. Ja. Motivationsrede, Erik. Frauen und Männer. Wir haben viele Jahre lang haben wir uns vorbereitet auf diesen Moment, auf diesen gloriosen Moment, ja. Heute werden wir Geschichte schreiben und wir werden Ärsche treten. Ja! Oh ja. Und ich... Ja! Ja, und Dinge werden passieren. Und habt ihr eure Sachen? Jennifer Miller. Ja, Kruzifix. So. Oh, Putzi, ich freue mich schon. Wo war jetzt... Jennifer Miller hat mich damals in der Schule immer gemobbt. Ja, die hat mich immer gemobbt mit den ganzen anderen fiesen Kindern. Und heute kehren wir zurück und jetzt zahlen wir es ihr heim. Heute Jennifer Miller, so. Nicht mehr lebt, oder wie? Dieser Geist scheint nur auf Personen, die allein sind, zu antworten. Perfekt für die Schule. Also, ja, da schade, dass der Tobi nicht dabei ist. So, Pardon, das ist doch perfekt. Ne? Ganz kurz, wir brauchen EMF-Reader, wir brauchen Kruzifix und wir müssen Zeuge eines Geister-Events werden. Dann mache ich mir keine Sorgen. Okay. War das hier der richtige Knopf? Oder war das hier der richtige Knopf? Ah, das hier war der richtige. Das hier war der richtige Knopf. Ganz kurz. Ganz kurz, Stream auch. Ist die Lautstärke von Pan und Erik und mir alles gut? Oder irgendwie im Lauter, irgendwie im Leiser? Ich hab mein Kruzifix nicht mehr. Wir müssen ja eh alleine bleiben. Oh, du hast das Kruzifix nicht mehr? Oh nein! No! Nee? Ey, wisst ihr, was cool gewesen wäre, wenn der Tobi einen Reactor auf unsere Streams gemacht hätte? Oh, vielleicht nehme ich eine Taschenlampe mit. Da wäre auch mit dabei. Passt Pan etwas leise. Pan wird lauter gestellt, aber sicher. Was? So, jetzt, okay. So. Jetzt war es ja laut. Okay, wir haben kein Kruzifix, ne? Beide etwas lauter. Okay, ja, beide. Das ist nicht gut. Na gut, dann können wir es mit dem Kruzifix wohl nicht machen, aber... Schade. Das ist ein bisschen doof, weil du weißt... Ja gut, man, deswegen sollten wir alles mitnehmen, ne? Hat jemand den Empf mit? Den Empf-Reader?
Ja, ja, ich habe ihn natürlich. Okay, super. Ich habe Salz brauchen wir nicht, ne? Nee, Salz brauchen wir nicht. Okay, dann lass Leute, ich aber. Es geht los, komm. Warte mal, ich nehme die Temperatur, ja, den ja, super, Pistole super. Mit. Temperatur ist super. Ja. Genau, okay. Brauchen wir doch gar nicht für die. Naja, wenn es kalt wird, dann. Die Schule? Ja, natürlich die Schule. Die ist aber riesig. Natürlich die ja, Schule. Ich habe aber Angst. Warte mal. Habt ihr Hausaufgaben gemacht? Egal. Ich muss mal zurück. Die Pandori hat ihr Lunchpaket im Bus vergessen. Ihr kommt zu spät zu Sport. Ja, das ist ein Turnbeutel vergessen, die Pan. Wir müssen heute um den Löwenwall laufen. Achso, ja, Löwenwall war in Braunschweig so ein Ding, da musste man immer 10 Runden rumlaufen. Das war so ewige Strecken. Okay. Was hast du am liebsten in Turnen gespielt? Zur dritten kommen. Kannst du ein Foto von mir im Fuzzi machen, hier als Erinnerung? Jetzt sind wir da. Es wird ein schönes Geht Foto. Warte. Ich bin ready. Ja, hab Foto. Oh, zeig mal. Und schön. Zeig mal, ja, warte. Guck. Oh lol, ich sieh's sogar. Lol, man sieht sogar. Ja, hab ich schön gemacht, ne? Da bin nur ich bei mir. Erik, du bist ja so wirklich. Ich bin Model-Fotograf, ich bin EOS Erik. Ich hab da Erfahrung. Wahnsinn. So. Hallo, guten Tag. Oh, weil ich wollte OnlyFans-Fotos machen demnächst, Erik. Also ich glaube, ich weiß, wo ich mich wenden soll. Ja, ja, sehr gerne. Ja. So, ich glaube, hier wieder aufteilen oder? Nee, wie machen wir es denn besser? Also der Geist meldet sich ja eh nur alleine, also wir müssten uns eh aufteilen. Ja, deswegen glaube ich, bleibe ich gerne bei jemandem zweiten. Okay. Oder der Erik. Okay, sollen wir uns aufteilen? Ja, ja, sollten wir auf jeden Fall. Wisst ihr den Namen vom Geist noch? Als erster Fan? Nee, hab wirklich vergessen. Mist, ich hab den auch vergessen. Ich geh nochmal zum Fenster. Wie heißt der blöde Geist? Super, haha, du blöder Geist. Oder? Ja. Wie hieß er denn? Oh ja, komm, warte mal, ich mach mal. Irgendwas mit Jennifer. Ich mach bei mir kurz mit Lichter aus, warte mal kurz. Jennifer Miller, kann das sein? Jennifer Miller, kann das sein? Fragen noch mal. Jennifer Miller. Ja. Okay. Am Anfang passiert ja eh noch nichts, die ersten 5 Minuten. Nein, naja, gut, das sagst du. Dann auf einmal fliegt der Geist daher. Ich habe keine Angst, wir kriegen das schon hin. Hier steht ein Telefon im Klassenraum, sehr verdächtig. Okay, jetzt hab ich aber Angst. Hase, ich habe eine Frage. Nein, bitte nicht. Oh. Okay. Tobias Fulk, bist du da? Tobias Fulk, gib uns ein Zeichen. Oh Gott, Leute, es ist aber so unheimlich. Hier wurde ich immer gemobbt, ich erinnere mich. Als wäre es gestern gewesen. Es wäre schön, wenn man nicht beisammen ist, wenn der Voice-Chat hier der Funk alleine Auto angehen würde. Das wäre schön. Ich habe ein bisschen Angst, möchte mehr Gesellschaft leisten. Oh. Ihr müsst den Namen sagen gleich. Aber da war gerade was ganz leises. Jennifer Miller, bist du da? Also Jennifer antwortet nicht. Die ersten 5 Minuten passiert ja nichts, ne? Achso, 5 Minuten? 5 Minuten nach Türöffnung. Aber es sollte so einfach nicht sein. So. Ich suche gerade so ein bisschen. Sollte einfach nicht sein. So. Okay, weißt du was? Ganz kurz. Können wir wieder auf Ding ins Chat gehen? Auf Emote-Chat? Das Backseat-Gaming ist wieder so widerlich. Das ist so widerlich mit dem Backseat-Gaming bei diesem Spiel, ne? Was passiert, Erik? Backseat-Gaming kickt wieder rein, die Leute können es wieder nicht lassen. Okay, sie ist da. Telefon, sie ist da. Oh, warte, ich komm zu euch, bleibt bitte vorsichtig. Sprich mit uns. Warte, da waren wir noch nicht. Bist du da? Seid ihr oben oder unten? Wir sind gerade oben. Also ich, wo die Pan ist, weiß ich gerade nicht. In so einem Raum, wo wir noch nicht drin waren. Aber Erik, du bist hier alleine. Eigentlich müsst ihr gleich zu dir, oder?
Ja, mal gucken, ne? Mal gucken. Ich rufe erstmal nach ihr ein bisschen. Bist du da? Sprich mit uns. Ich weiß nicht, warte, ich habe mein Thermometer, ich komm. Erik, hat sie dir geantwortet? Nö, sag mal, lauft ihr zusammen rum? Okay, nee. Ach hier, ach so. Hallo. Ah, hallo. Okay, hi. Hier, guck mal, der Raum, da waren wir noch nicht drin. Stimmt. Der Raum. Wollen wir das neu. Licht aufdrehen? Komm, lass mal Licht aufdrehen irgendwo. Ja, hab ich gerade schon. Okay, okay, warte mal, ich mach mal. Da drin ist kalt, da drin ist gerade Minus gerade hier oh, drin. Oh, hier ist kalt, ja, warte, ich geh mal rein mit den. Wo seid ihr? Ja, gut, gut. Also, das trifft sich ja gut. Wo seid ihr? Man muss hier alleine rein. Ah, okay. Hallo Leute, könnt ihr vielleicht auch. Könnt ihr vielleicht auch mal hier reinkommen? Ah! Oh Gott! Gehst du mal bitte ran, ist Pizzadienst. Okay, ich hab EMF. Lass zu, Pa. Halt die Kamera bereit. Ja, aber es muss doch nur einer sein. Ich werde ihren Namen sagen, okay? Einer muss rein. Ey. Nein, lass die Tür machen. Ich muss doch ein Foto machen. Ja, komm, dann lass die Tür offen. Lass mich alleine drin. Also, ja, aber ich muss ein Foto machen. Okay. Jennifer Miller, gib uns ein Zeichen. Den Namen nicht zu oft sagen, ne? Gib uns ein Zeichen. Soll ich mal kurz mit dir reden? Bist du da? Ja, mach mal. Wollen wir tauschen? Dann gehe ich mal kurz rein und mach mal kurz hier. Die Geisterbox. Du musst dabei aber das Licht ausmachen, ne? Vergiss. Ja, ja, das kriegst du. Licht dabei ausmachen. Ihr wartet da draußen. Danke, Putzi, vielen Dank. Ja. Hä? Licht ist kein dran. Problem. Erik, so. Warte. Könnt ihr mal die Tür auflassen? Danke. Bist du da? Bitte melde dich. Sat1 Frühstücksfernsehen. Sprich mit uns. Schau, Erik. Wovon? Da ist ja nix. Dann muss warten, oder? Die Gefriertemperaturen bitte eintragen in das Journal. Oh ja, das siehst du, habe ich schon vergessen. Ja, ja, ja. Minus 10 Grad, Zeit, ja. Bist du da? So. Können wir dir irgendwie helfen? Hast du einen Wunsch? Stimmt. Was klar ist denn hier? Okay. Deiner Pan geht's gerade los. Siehst du? Licht ist siehst ausgegangen. Wo? Siehst du? Ich weiß, ich hab's gehört, wo? Herzschlag war gerade da bei mir. Oh, das ist auch nicht. Ich hab sie nicht gesehen. Ich geh noch mal rein. Herzschlag war gerade da. Jennifer, ich bin's, mein Liebling. Wer hat dich getötet? Kannst du uns das sagen? In dem Raum. Oh, ist drauf wieder kalt, okay. Jennifer? Ich probier mal was. Bist du da? Sprich mit uns. Was ist deine Lieblingsfarbe? Oh, ich habe was gehört. Ich habe auch was grün. Gehört. Grün. So ein Step habe ich gehört. Ich habe auch ein, ja, habe ich auch. Step ich by muss Step. Sagen. Oh, was ist denn hier los? Huch. Was ist passiert? Oh, da war eine richtige Wolke jetzt gerade. Ja, das war dein Hauch. Nein, was? Dein Furz von vorhin. Habt ihr in den Herzschlag gehört? Leute, ich hatte den vorhin. Miller. Bist du da? Ich glaube, es müsste einer alleine rein. Also das geht. Ja, ich mach schon. Okay, pass auf. Ein Zeichen. Boah, jetzt hier schreckt. Okay. Ich glaube, es muss wirklich alleine rein. Aber du hast die Kamera was ein bisschen. Aber die Tür kann noch offen bleiben eigentlich. Oh, die Geräusche. Ich weiß nicht, kann die Tür offen bleiben? Also theoretisch ja, wir dürfen nur nicht im Raum sein, ne? Gib mir dann ein Zeichen. Alexa, schalte Sofa an. Also, ist hier noch kalt? Okay, ist immer noch kalt, okay. Vielleicht Tür zu einfach? Also Tür zu, ich geh mal kurz in den Nebenraum. Ob da auch vielleicht irgendwas? Mal gucken. Ich glaube, es ist da schon drin. Ein letztes Mal den Namen und dann lass es sein. Ich mach mal Tür zu, Pan, probier mal. Jennifer Miller, gib uns ein Zeichen. Sie sagt den Namen. Ich glaube, es ist schon da drin. Sie sagt den Namen. Ja, das ist gut. Da bist du da. Der wird aber sauer. Ich glaube, die hat mich früher gemobbt. Gib wenn man ihren Namen sagt, wird die richtig fliegen. Jennifer! Ich würde fliegen. Sie ist da drin! Sie ist da drin! Warte, Tür auf, Mann! Jetzt reicht's aber mir. Jetzt kommt ein Foto! Jetzt macht ihr das mal! Lass mich raus! Ich gebe ein Foto! Okay, warte mal, dann mach Erik allein ran. Gib uns ein Zeichen. Mach mal ganz zu, Putzi. Ja, hab ich. Ich glaube, wie gesagt, die Tür muss zu sein, glaube ich. Gib uns ein Zeichen. Wir haben dich sehr lieb. Das mit damals tut mir leid. Ich weiß, du wolltest mir nichts antun und du warst das Opfer widriger Umstände.
Bitte aber zeige dich! Oh, hörst du das? Oh Gott, ja, es hat geknarrt. Bitte zeige dich! Pass auf. Gib uns ein Zeichen. Foto. Ich hab Foto. Mach Tür, die Tür ist geschlossen. Oh, ich hatte Foto, glaube ich. Nein, echt? Ich hab kein Foto. Ich hab das Ding angemacht. Ich war aufgeregt. Ich dachte, ich hab ein Foto gemacht. Ich war so aufgeregt gerade. Entschuldigung. Sie war da in der Ecke. Sie war da hinten in der Ecke. Ich hab sie gesehen. Erik, du schaffst es. Erik, du bist... Ich war gerade... War gerade so... Geht schon, Erik. Ich bin aber gleich tot, ne? Ja, danke. Putzi, ich geb dir mal die Kamera. Willst du mal? Ja, geh mal. Ernsthaft? Nein, du musst sterben. Komm. Bitte zeige dich. Immer wieder zu. Komm, Pan. Was? Pan, ist er doof? Lass uns ein Selfie machen. Pan, komm. Warte. Bitte zeige dich. Gib uns ein Zeichen. Wir sind echt nett. Abonnier meinen Kanal. Jenny von Miller. Twitch Prime. Twitch Prime is not a crime. Zeige dich uns! Gib uns ein Zeichen, bitte! Sag ihr Namen! Ich sag ihr Namen, lass mich in Ruhe! Erik, komm! Na, hast du denn EMF-Reader? EMF? Nee, ich hab nur Kamera und Geisterbox. Damn! Okay. Zeige dich, Entität! Jennifer! Fisches Fritz, Fische! Okay, ich hol mal kurz das Buch. Warum das sehr Buch? Schüchtern kann das? Dieser Geist, wie soll du, du bist sehr schön. Wir beurteilen dich nicht nach deinem Äußeren oder deinem Lebenszustand. Im Chat steht gerade, komm, bist du tapfer. Deine Leiche riecht sehr gut. Ich möchte mit dir ausgehen. Aber du musst dich zeigen dafür. Bitte gib uns ein Zeichen. Irgendwas Charmantes, Erik. Wenn... Ich hol mal kurz das Buch. Sie ruft gerade an. Hab das Telefon mal fotografiert. Die hat nur einmal klingeln lassen. Liebe Grüße. Okay, ich muss ganz kurz hier mal wieder raus. Meine Sen- ah, lass diese Tür nach innen aufgehen. Das wird irgendwann wird mich das umbringen. Soll ich probieren? Weil ich hab's. Pam, schau mal, wie viel Sanity ich hab. Oh ja, gute Idee. Wie viel Sanity Erik hat. Okay, mach. Ja, ich muss ein bisschen ausruhen. Oh. Ja, ich weiß, aber wie war es da drin? Erzähl mir alles, Erik. Wie war's? Es war kalt, aber gleichzeitig stickig. Und ich habe ihre Präsenz gespürt. Es hat überall gekribbelt. Und manchmal, ich hatte das Gefühl, dass der Wind mich manchmal angefasst hat. Unsittlich. Echt? Jetzt hör doch mal auf, anzurufen, Mann. Das ist. Jennifer, jetzt ist Ruhe. Ja, ja. Die legt. Die lässt doch nur einmal bimmeln und legt dann auf. Was soll das? Richtig. Komm, einen Moment. Langsam bin ich fuchsig. Erik, keine Sorge, du hast es super gemacht. Also Erik hat 54 und du hast 52. Ich hab 55. Wieso hast du denn weniger als ich? Hä? Ich wollte fragen, du warst doch da drin. Ja, das weiß ich auch nicht. Schade. Ich fühle mich auch nicht mal so gut. Ich frag mich mal vom Zuschauer allein mit mir. Soll ich nochmal die Filmkamera mitnehmen zur Sicherheit? Ja, nimm mal eine Ja, ist vielleicht eine gute Idee. Oder will einer von euch Sanity-Pillen haben? Nee, brauche ich nicht. Ich bin also besser, ich wenn ich durch bin. Mal. Ich würde gerne mal rein. Achso, wieso? Ich aber erstmal hier lassen, ne? Ich antworte die ganze Zeit drücklich B. Hm? Willst du rein? Ich würde gerne mal rein. Soll ich dir die Fotokamera geben? Ja, mach mal. Warte, dann ich hier. Mit G, glaube ich. Da. Willst du was von mir haben? Ja, ja, gib mir ruhig was. Hier. Das ist die Temperatur. Oh, ja. Okay, Erik. Im Chat steht Stärke 3, geht noch, da ist der Geist noch nett. Oh, warte mal, Putzi, kommst du mal kurz. Ja, ich hab's da. Kannst du mal kurz hier ins Röhrchen pusten, bitte? minus 10. Oh. Nein, ich bin gar nicht durch, Erik. Alles super. Mir geht's wunderbar. Du bist sehr nüchtern. So, Erik, okay. Ich bin sehr nüchtern. Erik, jetzt pass auf. Okay. Ich hab nur Cola-Kracherl gegessen. Ich sag Bescheid. Auf Kapuzenwurm geht rein jetzt. Ich geh hier. Nein, ich übernehm bei mir, Erik. Ich komm mit dem Buch. Oh, ihr habt keinen Strom. Ich mach mal kurz Strom an. Nein, wir brauchen Strom. Dankeschön, aber Strom wird überbewertet. Remember me, meinem. Achtung! So, jetzt bin ich drin. Jennifer, ich bin's doch, den du willst. Kaputt. Jennifer. Du musst höflich sein. Ich bin für. Jennifer! Williams. Schön, dass Sie da sind. Oh, fuck! Jennifer! Geh mal ran.
geh mal ran. Jennifer? Hallo? Jennifer? Ich lausche an der Tür. Oh, ja, ich bin da. Jetzt ärgert sie doch nicht so. Nee. Gib mir ein Zeichen. Zeig die Uhr, es flimmert. Meine Lampe flackert, sie ist bei mir. Oh nein! Nein, sie ist draußen. Sie kommt zu uns. Ich bin weg. Ja. Oh Gott, okay. Ich geh mal kurz, ne? Ja. Oh Gott, die sind da uns her. Ich glaube, die sind da uns her. Hörst du das Geräusch? Ja, das Herzklopfen. Die sind da. Scratch-Geräusch. Nein, sie macht das Scratch-Geräusch. Oh ja, ich geh Treppe runter. Ciao. Die macht Scratch-Geräusch. Da bin ich aber weg. Da bin ich aber. Putzi war schön. Tschüss. So, ich bin wieder da. Putzi, einen Moment. War das ekelhaft! Ja. Das ist wirklich widerlich! Wer von euch will die Sanity-Pillen haben? Naja, wir haben wenig. Okay, also ich glaube, ich war gerade drin, aber vielleicht kommt auch Erik wieder rein. Ich gehe da, die war hinter mir her gerade, da gehe ich nicht mal rein. Pan, du geh mal rein! Pan, du hast sicher am meisten Sanity von uns allen noch. Oder? Pan! Ja, wir müssen nur, weil ich glaube, es könnte sein, dass sie den Raum gewechselt hat, weil sie rausgegangen ist. Erik, schau mal mit dem Thermometer. Ja, alles. Alles schön warm hier, alles mollig. Aber die war unheimlich, sag ich dir. Sie ist immer noch in. Links. Da, sie ist immer noch da drin. Sie ist wieder zurückgegangen. Oh Gott, das war richtig nah an meinem Ohr! Hat sie was. Wird sie sauer? Wird sie sauer? Ich weiß nicht, Erik. Bin ich froh, dass ich die Kamera nicht mehr habe? Oh, da ist sie! Foto! Pan, renn! Pan, renn die Treppe runter, sie ist hinter dir her! Oh, jetzt nicht mehr! Putzi, nein! Putzi, nein! Ich bin tot! Erik, remember me! Oh Gott, er ist wirklich tot! Putzi stirbt! Schnell den Fort! Wir treffen uns beim Van! Die Tür drin! Putzi ist tot! Verstehst du, er ist tot! Hase, komm zu mir, Hase, wir müssen zusammenbleiben! Aber die ist doch da hinten! Putzi, nein! Oh mein Gott, die war richtig ekelhaft, das war so in meinem Ohr, ich muss so pinkeln, ich kann nicht mehr! Können wir bitte zum Van rennen? Ja, aber mein Buch ist da drin, hat die was reingeschrieben? Scheiß doch auf dein Buch! Es geht um Leben, okay, um Menschenleben! Wir gehen! Die war richtig widerlich, die gefällt mir nicht. Ich wusste immer, dass Schule scheiße ist. Ich war die ganze Zeit gerade cool und als ich die gesehen habe, ne, und als ich das gehört habe, das war nicht cool. Ich wünschte, Tobi wäre dabei gewesen. Komm mal, lass runtergehen. Ich wünschte, Tobi wäre dabei gewesen, ey. Das Geräusch, Alter, boah, ja. Haben wir denn jetzt irgendwelche Readings von ihr, außer Temperatur? Ich glaube nicht, wir gucken uns das gleich mal an, die Geister, ja? Ja, das machen wir mal. Ganz gemütlich, ne? Ganz gemütlich. Alter Falter, ey. Kann nicht mehr. Ich werd Kapuzenwurm immer in Ehren halten. Ja. Jetzt halt doch mal die Fresse da oben mit deinem Telefon. Ich kann anrufen, wie sie will. Ich hau ab. Das ist bestimmt der Telekom-Geist. Oh, ich bin ein Schulgeist. Oh. Warte. Geh mal vor. Mach mal Tür auf. Ja. Telefon mit da. So, hast du ihren Namen gerufen die ganze Zeit? Ja. Schön. So, jetzt erstmal. Ich hoffe, ich muss da nicht mehr rein. Was sagen wir jetzt Kapuzenwurms Eltern, warum der nicht aus der Schule kommt? Muss nachsitzen? Ja, da hätte ich vielleicht gerade noch. Boah, 31%. Oh, 24. Oh, okay, ja, wir sind beide am Limit. Hä, ich verliere immer noch Sanity. Ja. Nee, jetzt geht's wieder, okay. Fingerabdrücke hätten wir noch gucken können. Geisterbuch, scheiße, konnten wir jetzt nicht gucken, ne? Ja, also ich gehe da nicht nochmal rein. Meine Sanity ist am Limit. Ich bin close to the edge. Wenn das weitergeht, lande ich ja selber in der Schule. Wer will das schon? Okay, ja. Okay, aber wir haben ein bisschen was. Jetzt müssen wir natürlich gucken. Kann sie ein Shade sein? Ich guck mal kurz. Weil wir haben jetzt nur Gefriertemperaturen, ne? Sonst haben wir nichts gesammelt. Sie hat auf jeden Fall nicht auf die Geisterbox reagiert. Es muss ein Geist sein, der nicht auf die Box reagiert hat. Ist es nicht? Der Putzi hat kein Foto gemacht. Oh, Geister-Op hätten wir noch gucken können. Der Putzi hat kein Foto gemacht. Das sind zwei schwarze Fotos von drei schwarzen. Oh. Oder der Putzi hat andere Fotos als wir. Das kann auch sein. Da gab es halt mal diese Diskrepanz. Was aber doof ist, jetzt können wir nicht sehen, ob sie auf den Fotos drauf ist. Wenn sie nicht drauf wäre, wüssten wir, wer sie ist. Hörst du kurz? Ja. Es könnte ein Jurei sein. Ich guck gerade hier unten. Es könnte ein Jurei sein. Es könnte
ein Shade sein. Das Shade ist halt wegen schüchtern zu sein, bedeutet, dass der Geist halt nicht angreift, wenn mehrere Leute zusammen sind. Das ist ja dieses, das hatten wir ja schon mal. Mm. Aber der braucht eben F-Level 50 gerade. Also vielleicht die Jurei auch wegen stärkeren auch. Einfluss auf Geisteszustand eventuell? Nee, die hatte kein EMF 5. Die hatte kein EMF 5. Nee, Jurei, sag ich ja. Nee, auch nicht. Ja, Jurei braucht kein EMF Level 5. Hast du doch gerade selber gesagt, es könnte Jurei sein. Hörst du dir selber zu? Mhm. Ja, danach habe ich gesagt, ach nee, ist EMF Level 5. Jurei ist nicht EMF Level 5. Jurei ist Geisterorb, Geisterbuch und Gefriertemperaturen. Okay, ich guck mal ganz kurz, warte. Und das würde auch passen, dass wir die Box nicht, also dass ich auf die Box nicht angesprochen habe. Oh, da habe ich verlesen. Ja, stimmt, die anderen würden eigentlich wegfallen. Banshee? Dämon kann es nicht sein. Shade kann es nicht sein. Ja. Revenant kann es nicht sein. Mare kann es nicht sein. Jin kann es nicht sein. Banshee kann es nicht sein. Also, Poltergeist kann es nicht sein. Jurei? Phantom kann es nicht sein. Und Gespenst kann es nicht sein. Spirit kann es auch nicht sein. Würde ich sagen. Dann müsste es tatsächlich ein Jurei sein. Sagen wir, Putzi, falls du uns hörst. Putzi, falls. Weil das ist ja so ein Gemurmel. Putzi, falls du uns hörst, Jurei! Kapuzenwurm im Jenseits. Bitte logge Jurei ein. Logge Jurei ein, Putzi. Logge Jurei ein, wenn du uns hören kannst. Oh, Kapuzenwurm aus der Anderswelt. Dämon, der tötet schnell. Leute, ich hab's doch gerade gezeigt. Wir brauchen für alles eben F-Level 5 oder die Geisterbox. Die hatten wir doch nicht. Ja. So, dann wir gucken einfach mal. Ich bin gespannt, wenn es was anderes ist. Also es wirkt auf jeden Fall plausibel. Mal gucken, was passiert. Ja, dann können wir auch fahren, ne? Ich meine, wir sind eh schon wir fahren zu McDrive. Im Chat steht noch, nach dem Ausräuchern war der Geist auch inaktiv. Wir haben überhaupt gar nicht ausgeräuchert. Wir haben nicht ausgeräuchert. Ich weiß nicht genau, was du konsumierst, aber wir haben nicht ausgeräuchert. Das muss bei dir lokal gewesen sein. Wir versuchen jetzt mal, wir gucken jetzt mal. Ja, mal gucken, vielleicht haben wir ja. So, schnell nach Hause. Ich glaube, es ist was anderes, aber eigentlich, pinkeln. So, pinkel doch auf den Geist. Jurei, es war ein Jurei, siehst du mal. So wird's gemacht. Oh, Fotos! Der Putz hat gute Fotos gemacht. Oh, Entschuldigung. Ja, der hat gute Fotos. Ich habe ein Foto gemacht und ich sage euch, es war schrecklich. Alleine da drin. Oh Mann, es tut mir leid, aber ich würde so gerne das Foto sehen. Oh nein. Ich habe nur einen Schatten gemacht. Es war nur ein Schatten. Ah, okay, aber auf dem Foto war sie wohl trotzdem drauf. Hase, ja, genau, ich bin auf dem Foto tot. Siehst du das? Ich existiere nicht auf dem Foto. Da fliegt mein Reader rum. War ich die ganze Zeit der Geist? Bei mir seid ihr beide drauf. Das hat mich schon. Das hat mich bei schon mir nicht? Bei mir bin ich nur ein Schatten. Das muss ich sagen. Nee, bei mir sind beide drauf. Also, sieht gut aus. Okay. Das war vom letzten Mal. So, nicht wundern, in der Lobby. Pan geht pinkeln und in der Lobby sind die Mikrofoneinstellungen mal ausgehebelt. Das heißt, die sind alle sehr laut. Ja, genau. Nicht wundern. Ja, es liegt nicht an uns, es liegt am Spiel. In der Lobby sind alle immer sehr laut. Genau. So. Wir haben auf jeden Fall gut gecashed, ne? Das haben wir. Ja, $70, nice, kann sich sehen lassen. Mal naja, guter immerhin, Kurs. Da geht sich schon ein PlayStation-Spiel aus. Ja, nicht mehr, ne? Die kosten ja $90 dann. Das war gut. Echt? Sind sie so teuer geworden? Weiß nicht, aber die sollen ja teurer werden, ne? Für die PlayStation 5, die sollen, glaube ich, teurer werden. Aber ich verstehe das auch. Also, ich finde sowieso, dass oft Spiele zu billig sind, ne? Darfst aber im Stream nicht sagen, sonst sofort die Hälfte der Zuschauer weg. Das stimmt. Ich hab Kruzifix hinzugefügt, weil das hätten wir ja gebraucht. Oh, sehr gut, ja. Und was brauchen wir noch? So, ich habe $162. Starke Taschenlampe. Parabol, geht noch nicht. Dann lad ein. Dann gehen wir mal essen. Ja, warte mal. Sanity-Pillen verbessern ihre... Soll ich Sanity-Pillen holen? In größeren Orten sind sie ja von entscheidender Bedeutung, aber... Ja, soll man die holen? Ich weiß nicht so genau. Wir haben so viele Sachen, die wir noch nicht, zum Beispiel dieses Parabol-Mikrofon, das können wir noch nicht, aber es gibt viele Sachen, die wir noch nicht gekauft haben. Mhm. Level 6, die können wir noch gar nicht kaufen, glaube ich. Stativ, Räucherstäbchen, was wurde denn hier alles freigeschaltet? Ja, stimmt. Was können wir? Ja, ich meine, Sanity-Pillen sind richtig teuer eigentlich. $45 ist schon viel. Kopfkamera, nice. Knicklicht. Salz, $15. Was ist denn das für spezielles Salz? Das ist mit Jod-Kristallen. Das muss ja heilig sein. Eine Sache verstehe ich nicht. Sind wir echt immer noch Anfänger, weil das ist immer alles zu low? Ja, wir sind noch Anfänger, klar. Nö, da ziehe ich nicht ein hier. Doch, wir sind richtige Kack-Noobs. Ich guck mal eben. Ah, Kerze. Komm, ich mach einmal zwei Kerzen. Aber stimmt, wann kommt die Ecke-Challenge? Okay, ich will auch das testen, wenn ich jetzt hier hinten hingehe. Bin ich automatisch an der Tafel?
Okay. Was? So. Okay, ich finde das Knicklicht für den Geister-Rave immer so witzig. Dann kaufen wir die Knicklichter. Wenn das bei mir im Chat gesagt wird, dann kaufe ich ein Knicklicht. Ja, habe ich auch eins gekauft. Ich habe die schon Level up, ich noch nicht. Oh, ich würde sie gerne Parabol-Mikrofon und Infrarotlicht. Ja, ja, das ist Level 7. Das, heißt, das Level 6, Level 7, das ist noch zu hoch aktuell. Das geht nicht. Genau, ja. Audiosensor. Sanity-Pillen könnte ich holen halt. Aber ich weiß nicht, ob wir die Sanity-Pillen benutzen wir die überhaupt, weil wir sind ja echt schnell in der Schule unterwegs gewesen, ne? Das Ding ist, ich glaube nicht. Ich glaube, sie lohnen sich nicht. Wir haben nur kein Crucifix leider gehabt, aber. Ja, das stimmt. Oder? Das hast du jetzt aber gekauft. Stimmt, oh, hast du gekauft? Ja, jetzt habe ich ein Crucifix, ja. Das nehme ich wieder. Der Pfarrer kommt wieder. Ich kaufe auch mal wieder ein Stativ für die Videokameras. Ja, genau. Na, sicherlich. So. Vielleicht einen spontanen Vlog dort aufnehmen, ne? Dann braucht man ein stilles Handy. Wäre ganz gut, dann können wir uns auch mehr leisten im Ausrüstungsladen. Ja, ja. Der Bewegungssensor als Taste steht noch im Chat. Könnt ihr bitte alle unser Geister-Vlog auf YouTube dann einfach ein bisschen hochpowern durch Views und vielleicht mal liken und so, damit wir uns bessere Ausrüstung leisten können? Das wäre ganz gut. Das wäre sehr nett. Wirklich. Ja, bitte, also wenn ihr das Video liken könntet und so, das wäre echt super und kommentieren. Ja. Also einen netten Kommentar da lassen und so. Genau. Das wäre ganz toll. Was ist denn euer Lieblingsgeist? Das ist eure Lieblingsgeist. Schreibt es doch mal in die Kommentare. Schreibt es mal in die Kommentare. Ja, macht doch mal. Ja, genau. Obwohl, ich finde immer lustig. Bei mir stehen immer in den Kommentaren irgendwie ein Kommentar für den Algorithmus. Sowas steht da voll oft. Das finde ich auch. Das ist ganz cool, aber ich finde immer, dann steht immer nur in den Kommentaren hier ein Kommentar für den Algorithmus. Das ist besser als gar kein Kommentar, aber trotzdem freue ich mich immer über Kritik. Weißt du, was ich meine? So, echt? Ich freue mich über Lob. Stonewall? Echt? Also ich freue mich auch über Lob. Nee, Kritik im positiven Sinne. Kann ja sagen, hey, das Video hast du so, also, ne? Nicht jetzt negativ. Alter, Uhren kommt. Dankeschön, lieber Uhrenkopf. Der Uhrenkopf ist los, ey. Das ist einfach. Gut, seit Tagen läuft der Mann amok. Ich mag den Pan-Geist. Ja. Was? Wir haben gerade Geister gespammt. Boah, Leute, ich bin bereit. Aber wir müssen jetzt. Ich will jetzt, dass wir einer von uns. Bei mir ist immer noch Emote-Chat. Ich weiß. Oh. Ich will auf jeden Fall keine Dingens mehr haben. Achso, Entschuldigung. Wem willst du nicht mehr? Wollen wir das Apartment haben? Das Apartment? Oder das. Oder, also, ich finde, die Schule ist zu groß. Okay, ja, wir können auch mal was anderes machen. Achso, ich kann den Job gar nicht wählen. Apartment oder diese Holzhütte? Ja, ich kann den Job wählen. Okay. Roadhouse mache ich mal, ja? Roadhouse. Ja, mach das Roadhouse, richtig. Okay, warte mal. Ich bin kein Anfänger. Ich würde so gerne mal Sperrips essen. Sperrips? Ich habe schon lange nicht mehr gegessen. Boah, habe ich auch lange nicht mehr gegessen. Sperrips mit so richtig geilen Pommes. Ja, Mann. Und so eine richtig nice Soße dabei. Zum Tippen. Ja, hey Leute, ich will hier fortgeschritten haben. Ja? Liebe Mods, ich hoffe, das wäre okay. Können wir vielleicht den Emote-Chat in den Runden machen, aber zwischendurch in der Lobby dann wieder normalen Chat? Damit Leute uns einfach immer sagen können, wie gut wir wieder gespielt haben? Das finde ich gut. Das wäre toll. Julian, ich danke dir. Wenn die Leute sagen, wir haben schlecht gespielt, schnell wieder Emote-Chat, ja? Das wäre wichtig. Ja. Geto-Bär, danke für 500 Bits. Dankeschön. So, Feuer. Ach ja, haben wir eigentlich noch ein Feuerzeug? Also wir müssen ready machen. Salim ist doppelt so groß wie die Schule. Haben wir ein Feuerzeug fürs Räuchern, falls wir räuchern wollen? Haben wir Das ist eine gute Frage. Da ist ein Feuerzeug. Wir haben. Ihr wart richtig gut. Ihr wart mal wieder so gut. Sehr gut gespielt. Nice. Da hieß es auch, ihr habt gut gespielt. Chat schreibt auch mal was Liebes. Ihr wart groß und große Klasse. Mega gut gespielt. Geniales Team. Alles perfekt gemacht. Nice. Also das ist richtig rasiert. Diese Skills. Ja. Alter, ein Traum. Wir sind halt echt gut und jetzt ist mal ich voll langweilig. So, Hase? Ja, ich kaufe noch schnell ein Feuerzeug, warte kurz. So, Feuerzeug. Hab ich doch eins. Ja, aber der Putzi steckt die immer ein und klaut die dann immer. Naja, Hase, ey, vielleicht. Du bist so ein Pupi-Bär. So ein kleines Werbegeschenk. Toll, nie solche Helden gesehen. Klingt zum Glück nur ein bisschen ironisch. So. Gewatsch, steht auf dem Chat. Feini gemacht. Boah, ich hab echt Lades hier. Der Putzi hat aber lange Ladezeiten. Der braucht noch einen Rechner. Ja. Ja, Hase, fahr mal rein, ne? Ja, da muss die Firma mal ran, offenbar. Ja, sag ihn das mal, der freut sich jetzt gleich. Also irgendwas ist bei denen recht. Der hat ja erst hatte der nicht einen neuen Rechner? Irgendwas ist da auf jeden Fall nicht richtig. Ja, offenbar nicht. Das war die einzige, bitte. Das ich tun kann. Handy, fang den Ball! Ah! Warte mal, ich muss doch ganz kurz beim Erik gucken, was der da. Warte mal. Was macht da Erik? Hier. Warte. So.
Ich bin im Erich drin. Oh Gott, was ist das? Das sieht... Pan. Oh. Oh, ja. Was? Oh. Hör mal, ja, Glas rein. Hör mal, ja. Also das hätte ich mir nicht erwartet von dir, Pando. Ich muss es sagen, wie es ist. Ja? Oh, 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 jetzt muss ich hier einen fahren lassen in-game. Oh, so. Oh, jetzt sollte der Erik aber ganz schnell weggehen, aber ganz schnell. Oh, oh, warte, warte. Ja, ich merke noch, wie es gerade durch meinen Körper kriecht. Oh, und jetzt. Hallo, guten Tag. Geh mal in den Erik rein. Du kannst in den Erik reingehen. Und gerne. Ich habe nur gewartet, wann es losgeht. Tschub, tschub. So? Also du bist gerade nah noch ein bisschen weiter nach hinten. Also so? Ja, doch von der Perspektive ist es ganz gut, ja. Ja? Ja. Oh Gott, ich hab gerade überzahlt. An, bitte. Ach so. Ich hab gerade über 2100 Leute, weil alle schauen wollten, was du für Ferkelei machst. Ach so. Nur deswegen. Oh. Ja. Luska ruft. Ne. Der Putzi ist der so. Feiervater. Hase, alles gut? Der Erik ist noch im Klo, glaube ich. Erik! Also wir hören uns die ganze Zeit selber. Ja. Weil er wieder sein... So, das kommt was anfurzen. Was soll denn das? Ich glaube, es hackt. Was ist das? Bist du doof? Ich glaube, es hackt. Oh mein Gott. So ihr furcht mich hier voll, während ich auf dem Klo bin. Unschuldig. Mein Urin in die Kanalisation pumpe. Ja? Da muss ich aber auch so mal... Ja, zu Recht. Verdient. Ich habe mich so erschreckt. Verdient. Ich so verdient. Ich hab mich so erschreckt.